Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Mr. iPhone Test und wir testen heute eine App, ein Spiel, das habe ich jetzt neu. Das heißt Red on a Scooter XL von Donner Games und kostet in der Schweiz 1,10 Franken, also das ist in Deutschland 80 Cent, glaube ich. Zuerst zu den Optionen. Hier hat man Health Credits, Fun Stats, das bedeutet zum Beispiel, wie viel man ist man auf dem Hinterrad gedriftet oder auf dem Vorderrad und wie die gesamte Spielzeit ist. Hier hat man noch Credits, Global High Score, Sound on or off und dann kann man noch die Scores resetten. Gut. Das Spiel hat insgesamt drei Game-Modis. Ich zeige euch mal den ersten. Hier handelt es darum, dass man den Käse und die Flips aufsammelt, möglichst viel. Und dazu kann man noch driften, also an den Dingen. Man kann immer einmal hochspringen und einmal nachspringen, das werdet ihr gleich sehen. Ich zeige das jetzt gleich mal, dass es ein bisschen schneller wird. So, jetzt habe ich zum Beispiel nachgesprochen, dann sieht man so einen Dampf. So, von unten. Das ist eigentlich schon das ganze Spielprinzip. Es wird immer schneller, man muss möglichst alle Flips sammeln und Käsestücke. Käsestücke geben 3 Punkte, Flips je ein. Und das Driften kommt darauf an, die Länge, wie lange man driftet. Und jetzt habe ich schon verloren. Gut. Hier gerne nochmal. Mal besser. Nee. Gut, dann zeige ich euch noch die anderen zwei Game-Modis. Also das ist da, das Benzin darf einem nie ausgehen. Muss man immer diese Benzintanks holen. Und die geben eh einen Punkt. Und das Driften gibt halt auch noch Punkte. Und wenn man auf die Plattform trifft, das gibt auch einen Punkt. Die leuchtet dann immer so schnell hell. Wissen. Ja, jetzt bin ich runtergefahren. Jetzt zeige ich euch den letzten Game Mode noch. Und hier geben die Fähnchen Punkte und das Driften. Und wenn ihr so ein Hütchen nehmt, kriegt ihr Minuspunkte dafür. Sie darf man eigentlich nicht erwischen, aber das ist echt schwer. Gut, das war die erste App, Red on a Scooter. Dann zeige ich euch eine zweite von Donner Games. Die ist momentan, glaube ich, noch kostenlos. Also die macht übelst Fun. Die würde ich euch dringend empfehlen, runterzuladen. Denn probieren kostet nichts. So. Hier die Option, muss ich nicht viel dazu sagen, ist das genau dasselbe vom selben Machen. Wirklich mal Start. Also ihr seid dieser Action Buggy, hier auf der rechten Seite könnt ihr springen. Einmal nachspringen wie beim anderen Spiel. Und hier auf dieser Seite könnt ihr schießen. Hier ist das Ziel auch, möglichst viele Palmen, Steine, UFOs, Raketen zu zerstören. Hier eine Rakete. Die Palmen kann man raufspringen, auf die Raketen auch, dann gehen die kaputt. Versuche ich mal. Ne, nicht ganz gereicht. Dann gehen die kaputt und man kriegt 3 Punkte für eine Rakete. Und dann probiere ich es nochmal. Das ist ziemlich schwer. Man kann auch nicht so einfach sagen, na. Okay, ich schieße jetzt einfach mal ganz Zeit so. Dann gibt es Krater im Boden, seht ihr hier unten. Und wenn man in so einen reinfährt, dann ist das Spiel auch aus. Ins Feuer darf man auch nicht, auf dem Bergland natürlich auch nicht so wie hier. Ja, das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Ich würde sagen, versucht es einfach mal. Es macht wirklich Spaß. Und dann sehen wir uns
Nächstes Mal wieder, wenn es heißt Action Buggy oder eine App, würde ich sagen. Und dann, ich wäre froh, wenn ihr kommentiert, abonniert, wenn es euch gefallen hat. Ciao, bis zum nächsten Mal.